Eine verschlossene Truhe. Und da kriegen wir... eine Lichtrune und die Karte 23. Geheimnis. So, das war's auch schon. Dann wieder nach Hause. Es wird wieder gespeichert. Speichern, ja. Und schlafen. Und dann können wir uns zwar keinen Punkt kaufen, dafür bräuchten wir 50. Nein, wir müssten ja uns wieder erstmal einen leeren Punkt kaufen, das heißt, wir brauchen erstmal 60. Aber wir können vielleicht eine Runentafel wieder machen. Aber da muss ich erstmal wieder kontrollieren, wo wir waren. Es ist echt blöd, wenn sich Erinnerungen aus zwei verschiedenen Zeiten miteinander vermischen. Nur weil wir... Weil ich jetzt 3 Stunden wieder neu aufnehmen muss. Echt blöd. So, was war denn der letzte Zauber? Eisiger Tod. Eisiger Tod haben wir schon. Können, glaube ich, alle, oder? Balen hat es noch nicht. Aber da es Schatten hat, kann es auch Walner. Kostet 28 Seelen, das geht. Okay, passt. Dann lernen wir das nächste Rezept. Eisiger Tod. Hatten wir schon. Egal, haben wir es halt nochmal gelernt. Rezept 23. Todeslicht. Brauchen wir 32. Wir haben nur noch 15. Geht also nicht. Dann lassen wir das erstmal dann. Geht es jetzt wieder zurück? Erkunden wir weiter. Ein einzelner Drache. Da kann Walner wieder Blut saugen. Seele erhalten. Da in dem Wald war, glaube ich, auch irgendwo etwas. Zwei Drachen. Der untere blutet. Das ist sehr schön. Und besiegt es da auch. Der obere hat noch so viel Leben. Ah, jetzt. Zwei Seelen erhalten.
Zwei Dinosaurier. Machen wir mal Tyrix Beste. Warum habe ich Tyrix Beste gemacht und nicht Klingenrunde? Ich habe keine Ahnung. Der ist besiegt. Und der lebt immer noch. Gibt's doch nicht. Aber jetzt. Zwei Seelen erhalten. Oh, drei Drachen. Der ist hinüber. Der noch nicht. Jetzt. Drei Seelen erhalten. Sehr schön. So, zwei Drachen. Einer besiegt. Das macht die Sache einfacher. Viel einfacher. Zwei Seelen erhalten. Hier im Wald haust ein Drache, Leute. Angriff noch und besiegt. Aber auch nur eine Seele erhalten. Naja, egal. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um das kleine Stück hier oben. Da an der Küste leben drei Drachen, Leute. Oder lebten, denn sie sind auf uns gestoßen. Der ist hinüber. Drei Seelen erhalten. Super.
noch ein Drache an der Landzunge. Super. So. Dann, ich glaube, wir sind da hochgegangen gewesen, genau. Und deswegen gehen wir jetzt hier runter. Und hier wieder hoch. In dieser kleinen Oase lebt ein Drache. Irgendwie haben sie es ein bisschen auf Aska abgesehen, finde ich. Und ein bisschen auf Nyria, aber weniger auf Valna und Elaine. Ein einzelner Drache. Super! Zwei Drachen. Beide verfehlt. Schade. Sehr, sehr schade. Nyria ist ja fast tot. Ja, halt, das ist ja Valna. Zwei Seelen erhalten. Ein Dino. Wir hatten schon länger keine Dinos mehr. Dauernd kommen Drachen. Finde ich aber auch gut so. Ich finde, die Drachen sind angenehmer. Haben so viele daneben geschlagen, dass er tatsächlich noch lebt. Oh, Nyria ist besiegt. Hat er gerade kritisch getroffen und 600 Punkte Schaden gemacht? Das ist jetzt dann ein bisschen blöd. Dann sollten wir mal ein bisschen wieder heilen. So. Das reicht. Und dann Nyria hat sich natürlich selbst. Elaine hat ja fast gar kein Blut mehr. Heftig. War's mit dem Dino? Eine Seele erhalten. Wir haben fast das Ende der Wüste erreicht, Leute. Das ist toll. Das ist zumindest die letzte Pyramide hier. Oder Sandhügel oder was das sein soll. Thank you.
Einer ist besiegt. Kritischer Treffer. Ich glaube, der hat was gegen Asuka. Asuka hat nur noch 1800 Lebenspunkte. Zwei Seelen erhalten, super. Ein paar Schritte und schon kommt der nächste Dino. Geschafft. Weil er hat immer noch volles Leben. Drei Drachen. Darauf hat der Len ja nur gewartet. Einer wurde besiegt. Dann kann der Len den anderen auch noch aussaugen. Und hat wieder volles Blut. Sehr schön. Tja, der lebt noch. Schade. Aber durch diesen Angriff stirbt er bestimmt. Ja, um 22 hat er noch überlebt. Sehr knapp also. Drei Seelen erhalten, super. In dem Wald war, glaube ich, irgendetwas. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, vielleicht auch nicht. Doch, da ist was. Nein, oh. Ich bin nur einmal nach oben jetzt gerade. Okay, passt. Wie viele Seelen haben wir? 42 nur? Ich dachte, wir wären schon fast bei 90. Sind ja viel weniger Gegner gekommen, als ich dachte. Hallo, Grizzly. Hallo Hirsch! Bluttank, kostbares Fell und eine Seele erhalten. Das Blut hat sich um 336 erhöht? Geil!